Heute kam in FIFA eine besondere Winter-Wildcard-SBC raus, nämlich zu Maxim Hullet. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist das der Sohn von der Legende Ruud Hullet. EA hat hier was richtig Nices gemacht. Was genau ich meine, erkläre ich gleich. Lohnt es diese SBC? Den Überblick gibt's wie immer jetzt. Maxim Hullet kommt aus den Niederlanden, spielt hier auch in der Liga für SC Gampur. Interessant ist, dass er nicht nur Achter spielen kann, sondern auch Innenverteidiger und sogar Mittelstürmer. Mittelstürmer ist er jetzt vielleicht nicht, aber gerade, dass er Achter und Innenverteidiger spielen kann, ist schon recht interessant. Hullet hat ansonsten noch 3 Sterne Skills, was in Ordnung ist, und richtig nice 5 Sterne Weak Foot. Er ist 1,91 Meter groß und hat die Arbeitsraten Mittel-Mittel. Die Werte sind an sich sehr ausgeglichen und stark. Bis auf die Physis ist er sogar Mitglied der sogenannten Hullet Gang, also dass alle Werte über 80 sind. Besonders gut ist bei Hullet der Antritt mit 85, dann das Stellungsspiel und die Schusskraft, der Abschluss könnte besser sein. Hullet kann ganz gut passen, ganz gut dribbeln, dazu kann er eben noch verteidigen und das gar nicht mal so schlecht und er hat auch noch eine ganz gute Physis. Wie gesagt, bringt er alles mit den Werten kann er gut Achter zocken, aber auch IV. Kommen wir mal zum Chemistry Style. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du ihn wirklich als Achter bzw. Sechser spielst, würden wir ihm wahrscheinlich einen Shadow geben. Wenn du ihn als IV spielst, dann wahrscheinlich eher einen Anchor. Übrigens kann Hullet auch den Lengthy Accelerate annehmen mit einem Architect Chemistry Style. Kommen wir zum Thema Linkbarkeit. Es gibt auf jeden Fall ein paar nice Karten aus der Eredivisie, die dann gleichzeitig auch Niederländer sind, wie Gakpo, Bergwijn, Berghuis und so weiter. Vom Verein gibt es hier leider keine guten Karten, aber man sollte das allein schon über die Nation eigentlich ganz gut hinbekommen. Bevor es weitergeht, lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da, um uns zu unterstützen. Abgeben muss man für Hullet nur ein 84er Team, was umgerechnet ca. 30.000 kostet. Zeit hast du für die SBC noch ungefähr 2 Wochen. Schauen wir uns mal die Alternativen an und hier kommt jetzt eben das, was ich am Anfang meine, warum die SBC so nice ist. Denn Maxim Hullet, also der Sohn von Hullet, hat einfach mal die genau gleichen Werte wie die Babykarte von Hullet. Das ist einfach nur richtig cool, dass EA das gemacht hat. Beide haben auch übrigens die gleichen Positionen, also Innenverteidiger, ZM und Mittelstürmer, die gleichen Skills, Weakfoot und auch dieselben Arbeitsraten. Die Ingame-Sets sind natürlich nicht ganz gleich, aber schon sehr ähnlich und der Maxim Hullet sieht hier sogar einen Tacken besser aus. Man kann also einen Hullet bekommen für nur 30.000 statt den Baby-Hullet für 400.000. Das ist schon ziemlich cool, die Icon ist natürlich von der Linkbarkeit nochmal besser und wird sich in-game wahrscheinlich auch ziemlich anders anfühlen, es ist halt eben die Icon Hullet. Schauen wir mal noch in die Liga. Hier gibt es Bazoe als Aufgabe aus den Squad Foundations, der ist natürlich kostenlos, aber auch ein bisschen schwächer, kann interessanterweise aber auch ZM und IV spielen. Auch IV spielen kann Gertruida, der ist auch aus den Teamgrundlagenaufgaben der Eredivisie. Der ist auch echt ein starker IV, muss man sagen, der ist nämlich nochmal schneller. Wenn es jetzt um die Offensive aus der Eredivisie geht, würden wir eher mit einem Gakpo gehen, der einfach deutlich bessere Offensivsets hat als so ein Hullet. Sollte man SBC also eher machen oder lassen? Wir finden es schon ziemlich cool, dass EA eine SBC rausgebracht hat zu dem Sohn von Hullet, der einfach mal die gleichen Werte hat wie der Hullet als Icon. Das ist schon ziemlich cool. Wir finden die Karte aber auch unabhängig davon ziemlich nice. Die 5 Sterne Weakfoot sind gut und auch die Werte sind ziemlich gut und ausgeglichen. Wenn du ab und an mal ein bisschen was in Richtung Eredivisie und Niederlande baust, kannst du die SBC auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt hier nicht so eine richtig gute Alternative, Bazoe ist schon ein bisschen outdated und ansonsten gibt es hier einfach keinen. Außerdem ist die Karte halt auch recht günstig, deshalb kriegt der von uns ein Machen. Was ist deine Meinung zu dieser Vater-Sohn-SBC? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.